1984 won't be like 1984. Get your iPod. iPod's here. You like your Macintosh. You like your Macintosh. Your Macintosh. Apple. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. iPod. 1,000 songs in your pocket. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Was Übercast jetzt macht, er macht einen Downmix, er inkludiert das Ganze in MP3 und ist dann fertig. Das heißt, wenn ich die jetzt in iTunes aufmache, habe ich also tatsächlich hier die Show. Hallo, willkommen zum Demo-Podcast. Das war jetzt nicht besonders gut abgemischt, aber wie gesagt, das war jetzt auch nur ein ganz schneller Durchgang. Dass man mal weiß, also es gehört es nicht wahnsinnig viel Wissen dazu, einen Podcast zu produzieren, es geht relativ direkt. So, das Ganze geht natürlich auch mit dem Mikrofon. Sobald ich das Ganze von stumm auf anschalte, fängt das, wie man unten sieht, auch gleich wieder Aufnahme an. Auch hier, also da kann ich auch mit dem Mausrad. Tadam. Noch ein generischer Aufkleber, nein, exakt einer, der passt. Oder noch schicker, der Joe, der macht wieder, der hat gesehen auf dem Mackie G90, der hat so einen Apfel gemacht, der besteht einfach aus einer Linie. Das sieht auf dunkler Farbe sieht das total klasse aus. Und das um den schwarzen. Boah, der ist aber richtig flach. Lass das Brett doch mal sehen hier. Ja, das ist schon vom Design her sehr gut. Ist das denn jetzt Plastik? Hoffentlich nicht. Alu. Unten ist Alu. Jetzt hol mal die Effekte raus. Wir haben die immer nicht gefunden. Dann würde ich nämlich vom Glauben abfallen, wenn das Ding aus nicht mehr aus Alu wäre. Definiert, festgelegt, abgesprochen, fertig. Ja, aber es gibt ja Joa-Art und so. Das setzt sich auch nicht durch. Das ist ja Joa. Ich bin in der Zeitung heute. Und zwar nicht in irgendeiner Zeitung, sondern in... In der Zeitung, oder besser gesagt, Mac at Camp, die Zeitung. Mhm. So, sag mal, wer bist du? Ich bin der Falk, Inhaber der Firma Teilgerecht Berlin und Wiederholungstäter auf dem Camp im vergangenen Jahr mit Begeisterung dabei gewesen und dann zusammen mit Christian die spontane Idee entwickelt, tatsächlich mal so eine Zeitung zu machen. Angedacht war es als lebendiger Workshop. Mhm. Ich habe ja eine kleine Glosse heute darüber geschrieben. Es ist uns nicht ganz gelungen, wirklich viele dafür zu begeistern. Es wäre wahrscheinlich mit vielen auch etwas schwerer geworden. Aber ich denke, wir haben das Ziel erreicht, jeden Tag zum Frühstück eine aktuelle Zeitung über das Leben im Camp, über unsere Gönner und Sponsoren, schlechtweg über das Mac at Camp. Mhm. Herauszubringen. Und ich denke, sie ist ganz gut gelungen. Wir haben ein ordentliches Layout entwickelt. Die Zeitung wird gelesen. Ja. Habt ihr schon viele Feedback bekommen vom Zeitung? Ja, fast täglich. Okay. Kommen die Camper zu uns und bedanken sich und sagen, tolle Sache. Schön. Gibt es noch zwei davon, oder? Morgen und übermorgen. Oder nee, nur morgen, wir sind Samstag nur schon. Morgen, wir produzieren genau. Ja immer ja. Im Morgen, also heute für morgen. Und morgen war gestern. Ja. Das hat uns auch diverse Mühen gekostet, immer diese genau. Denkweise nachzuvollziehen. Wir sind ja keine Journalisten. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe die Zeitung nicht alleine gemacht. Es war zwar meine Uridee. Ich habe tolle Helfer an meiner Seite gehabt. Meine Tochter, Caro, allen bekannt als die charmante Reporterin am Camp, die Bärbel von der Frankfurter Rundschau,
die natürlich seit 25 Jahren für die im Lokalteil der Frankfurter Rundschau Artikel schreibt und das natürlich fantastisch hier auch kann. Mhm. Obwohl sie eigentlich aus ganz anderem Grund hergekommen ist, hat sie sich hier auch spontan bereit erklärt. Ich habe eine Helferin aus Karlsruhe, schön, die da mit Herz dabei ist und viel Liebe. Und nur so war es eigentlich möglich. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall sehr wahrscheinlich nochmal da im Megacamp 2008. 2008 haben wir schon geplant, fest eingeplant. Ja. Okay, also danke schön und ich bedanke mich, dass ich heute in der Zeitung sein könnte. Ja, bitte, bitte. So, ich bin hier bei den Leuten von HP und zwar mit Michael, richtig? Ja. Und Mandy. Richtig. So, was macht ihr hier? Ja, wir sind auf Make-up Camp, um den Teilnehmern von Make It Camp einfach zu ermöglichen, Ausdrucke im Format A4 okay, oder auch bis DIN A3 Plus auf verschiedenen Medien wie Leinwand, Feinartpapier oder auch normalem Fotopapier zu ermöglichen. Okay. Und die Mandy kann selber sagen, also sie ist erstmal hier, um den Stand zu unterstützen und auch supportmäßig, mhm, aber das kann sie vielleicht selber einfach mal kurz vorstellen. Okay, was gibt's hier um Produkt zu sehen? Oh, was es für Produkte zu sehen gibt? Jede Menge Drucker. Das kann man nicht in seinem Schlafzimmer haben, das ist ein bisschen zu groß. Vielleicht ein bisschen zu groß, vielleicht dann auch nachts ein bisschen zu laut. Welche Kunden benutzen sowas? Oh, das sind vorwiegend Grafiker, würde ich sagen, die das benutzen. Hauptsächlich Fotografen. In der Richtung, genau. Viele Panoramas habt ihr damit gemacht, oder? Viele Panoramas, die hängen ja auch überall ein bisschen mit aus. Mhm. Hat der Michael dann schon gemacht. Mhm. Mhm. Sonst? Was gibt's noch? Sonst haben wir noch den Mobi 9180, den Fotosmart. Den wir halt jede Menge A3-Bilder auch für die Anwesenden hier ausdrucken, mhm, damit sie auch ein kleines Andenken haben. Okay. Genau, das ist halt direkt ein Fotodrucker. Der Preis davon musst du uns sagen, weil das ist ein Kampfpreis. Das ist der Hammer. Der kostet so um die 699 Euro. Okay. Ja. Also im Grunde genommen, was ein Farbdrucker gekostet hat vor 2-3 Jahren. Ja, so in etwa. Ja. Ja, ist schon ein hammermäßiger Preis. Ja. Ja. Wie ist der Feedback hier von den Leuten? Ja, super. Es kommen jede Menge Leute her, gucken sich halt auch diesen Drucker insbesondere an, wollen halt auch Ausdrucke dann davon mitnehmen, mhm, beziehungsweise halt auch für den Großen dann Panoramabilder mal gedruckt haben, mhm, und halt viel Interesse auch dafür. Mhm. Du hast gestern eine kleine Geschichte erzählt über ein Party mit Freunden, wo du dein Beauty Case mitgenommen hatte. Kannst du das kurz zusammenfassen? Die Geschichte ist interessant. Also es ging eigentlich bloß darum, dass es eine Geburtstagsfeier war und wir kein Geschenk hatten, beziehungsweise nicht wissen, was wir schenken sollten. Also haben wir einen kleinen Fotodrucker mitgenommen, wie wir ihn da hinten in der Ecke stehen haben. Mhm. Und haben einfach auf der Feier lauter Fotos gemacht und am Ende in einem stillen Räumchen die Fotos ausgedruckt, in ein Album geklebt. Jeder Gast hat einen kleinen Spruch dazu geschrieben und das dann am Ende dem Gastgeber und dem Geburtstagskind einfach geschenkt als Erinnerung. Und das war halt echt toll, weil in Kombination mit dem Akku und dem Gerät kann man halt wirklich ohne Strom drucken und auch relativ schnell ein Album kreieren. Und ohne Computer vor allem. Und ohne Computer, klar. Man kann das personalisieren, kann noch eine Grußbotschaft draufschreiben, mhm, oder ähnliches. Mhm. Genau. Und ihr seid bis morgen hier bis zum Ende, oder? Wir sind bis zum bitteren Ende da, genau. Okay. Also Dankeschön auf jeden Fall. Kein Problem, gerne. Tschüss. Effekte auf den Intel-Max-Kammern im Augenblick, wo wir das Ding verwenden. Reicht aber für die meisten Sachen ja einfach immer mal schnell. Also ich kenne jetzt auch, habe auch viele Kunden, die ClearShow verwenden, um schnell Bilder zu sortieren. Und zwar kann man auch bis zu 30 Sortierordner verwenden und dann kann man es auch sehr schnell, wenn man ein Shooting hatte, die Bilder durchgehen und über Tastenkombinationen die Bilder. Hey, ein iPhone! Hey, ein Christian! Ja, ja. Na, wie geht's? Du bist aber total im Schatten, im Gegenlicht, aber ist egal. Na, wieso hast du das geschafft? Zaubern? Freunden?
zaubern. Und wie bist du davon zufrieden? Wenn das Ding hier in Deutschland erhältlich ist, wenn es als Telefon benutzbar ist, bin ich bestimmt einer der Ersten, der eins hat. Ja, ist geil, oder? Viele, die gesagt haben, ich brauche das nicht und das Ding 10 Minuten in der Hand hatten, kamen dann zu mir und sagen, ich will jetzt auch eins, unbedingt. Wie geht's bei dem Mac at Cam dieses Jahr? Super. Super? Super. Wenig Schlaf, ja? Alles andere ist toll. Du hast keine Zeit, Vorträge zu gucken oder sowas, oder? Ich habe gerade das erste Mal, seitdem es Mac at Camp gibt, meinen ersten Workshop besucht. Wow, und welcher war's? Robin Preston. Ah, okay, ja, der Typ kenne ich auch. Der hat gesagt, er setzt sich in Verbindung mit Wacom, damit dem ich Tabletten kosten kann. Naja, Tabletten. Ja, Tabletten. Ja. Wacom-Tabletten. Keine Viagra oder sowas. Ja, gut, Gott sei Dank. Was kannst du machen damit, so ganz kurz, weil du hast noch 2 Minuten. So. Ja, also telefonieren geht momentan nicht. Ja, das ist ja. Ja, man darf es ja eben gar nicht so zeigen, weil eigentlich geht das ja offiziell nicht. Ja, also offiziell kann man es natürlich nicht. Es ist aber trotzdem nicht unerlaubt, das in Amerika zu kaufen. Und nein, vom Prinzip her nicht. Du den Zoll bezahlst. Nein, hier ist jetzt eine deutsche SIM-Card drin, um das Ding zu aktivieren. Da gibt es ja eine Menge Cracks. Ja. Mail funktioniert, Safari funktioniert. Wetter ist ja besonders schön, aber auch andersrum frustrierend. Nicht? Wenn man da sieht, besonders Berlin schön, meinst du, ja. Hier genau, in Naumburg, 15 Grad ist ganz toll. Vor allen Dingen das Tolle ist, alle 2 Stunden wechselt der aktuelle Wetterbericht. Mhm. Nur stimmt tut er nie. Aha. Echt? Ja, ja. Wenn du hier siehst, hier, wir heute müssten an für sich jetzt 21 Grad kriegen und Sonne. Ja. Wir schreiben nur nicht in welchem Jahr. Ja. Ja, genau. Nein, aber es ist eine nette Spielerei. E-Mail funktioniert halt gut. Hast du gut. Fotos drauf? Ja, die Fotos funktionieren halt wirklich schön. Hier sind auch irgendwelche komischen Dinger drin von Leuten, die das Ding in der Hand hatten. Nicht? Und dann dieser Dreheffekt natürlich, das ist schon, ja, es hat was, auch die Bedienung. Es geht wirklich gut. Also man packt einen Finger rauf und schiebt und es funktioniert. Ein Baby kann das bedienen. Hast du das Video gesehen? Ja, ja. Ja, ist auch. Es ist geil. Und du also, schaffst es auch. Gerade mal so. Ja. Nein, es ist geil. Also das ist ein Feeling. Absolut, absolut sexy. Okay, ja. Und das Ding kann man bald in Deutschland kaufen. Wissen wir noch nicht wo. Das ist das einzige Problem. Ja, danke schön. Und jetzt wieder auf der Arbeit bei dem Mac at Camp, oder? Weiter geht's. Wir sehen uns in Hamburg. Genau. Hast du ein bisschen zu schwer? 2,3 Gigabyte. Jetzt. Ja, nee, ja. Also der Film ist auf dem Server. Ich könnte also da aufgehen, bei uns mit deinem Film. Ja, das finde ich ja die fette Version, 2,3 GB, das ist super, ja, muss passen, aber da kriegt ihr wirklich mal. Ja, eben. Oder schon, Tschüss.